Herzlich willkommen. Überall mangelt es an Wasser, gibt es Dürren, trocknen Flussbette aus. Die Kosten des Klimawandels steigen, während die Wasserpegel sinken. Am Rhein und der Elbe, die Industriezentren in Deutschland, Frankreich und der Schweiz mit Seehäfen in den Niederlanden und Belgien verbinden. Zwar transportiert die Binnenschifffahrt nur 6% aller Güter, doch für die Kohle, die aktuell Erdgas ersetzen soll, ist es der wichtigste Transportweg. Ein großes Problem, denn Schiffe auf dem Rhein können derzeit nur ein Drittel der Ladung transportieren, da sie sonst auf Grund laufen. Fehlt Kohle, wird weniger Strom produziert. In der Industrie drohen Produktionskürzungen. Das Niedrigwasser verteuert die Frachtkosten. Die Rezessionsgefahr wächst. Die jetzige Gemengelage könnte die Wirtschaftsleistung in Deutschland um ein Viertel bis einen halben Prozentpunkt schmälern. Es erinnert an das Niedrigwasser 2018, das 132 Tage dauerte, wodurch das Bruttoinlandsprodukt damals in der Spitze um 1,5% einbrach. Alleine der am Rhein gelegene Chemieriese BASF beklagte damals einen Verlust von einer Viertelmilliarde Euro. Aktuell greifen Firmen wie Evonik und ThyssenKrupp auf ihre Lagerbestände zurück. Die Versorgung sei dadurch gesichert. Doch die Dimension des Problems ist gewaltig. In ganz Europa herrschen Trockenheit und Wassermangel, brennen Wälder. In Frankreich müssen 100 Gemeinden per Lkw mit Trinkwasser versorgt werden. Wegen des Wassernotstandes hat Italien, das die schwerste Dürre seit 70 Jahren erlebt, Wasser rationiert. Brunnen und Strandduschen sind abgestellt, Gärten dürfen nur eingeschränkt bewässert werden. Die Kühlung von Kraftwerken braucht am meisten Wasser. 5 französische Atommeiler mussten abgeschaltet werden. Die Stromlücke schließen ausgerechnet wir Deutschland, die wir selbst Energie suchen. Die Dürre führt auch zu Ernteausfällen. In Frankreich sind 4% der Weizenernte verglüht. Weizen, der wegen des Krieges ohnehin knapp und teuer ist. In der Toskana sind sogar 30% der Gesamternte vernichtet. Der größte Wasserverbraucher ist die Industrie. Sie entnimmt das kostbare Nass teils nahezu kostenlos aus dem Boden. Die Industrie muss Wasser sparen. Wasser braucht einen angemessenen Preis, fordern Klimaschützer. Nicht genug der Probleme, laugt der Wassermangel die Böden aus und vernichtet den Wald. Der für Schädlinge wird. In der Dürreperiode seit 2018, die bis heute anhält, ist ein Waldschaden in Deutschland von 12,5 Milliarden Euro entstanden. 400.000 Hektar Wald sind zerstört. Bei solch Katastrophen streikte heute auch der DAX. Ein Fehler an der Anzeigetafel, der Handel davon unberührt. Rund 1% verlor der DAX auf 13.535 Punkte. Der Wald, der Anbau von Nahrungsmitteln, die Flüsse als Wasserstraßen, alles muss an den Klimawandel angepasst werden. Es kostet Unsummen. Ein Weiter-so führt zu noch höheren Kosten. Schönen Abend.